Wir haben gestern über die Zustandsgleichung idealer Gase gesprochen und das möchte ich heute noch kurz zusammenfassen, bevor wir dann weitergehen. Wir werden also heute jetzt zunächst einmal anschließen, unmittelbar an das Ergebnis der gestrigen Experimente. Wir haben ja in zwei Experimenten Boyle-Mariotte und Gay-Lussac'sche Relation experimentell festgestellt. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sich herausstellt, dass die Größe PV durch T für ein ideales Gas eine Konstante ist. Das kann man also wie ein Ringelspiel anschauen. Wenn Sie T konstant halten, dann bleibt P mal V ist konstant. Das ist Boyle-Mariotte. Wenn Sie P konstant halten, dann ist V durch T konstant. Das ist Gay-Lussac. Wir haben das Gay-Lussac zunächst nur ein bisschen anders gehabt, aber mit dem 1 plus Alpha T. Aber das kam nur von der Celsius-Skala her. Naja, vorher hat man zunächst ja keine andere gehabt. Aber dann dieses Gay-Lussac'sche Gesetz, das trägt ja in sich schon den Keim des absoluten Nullpunkts sozusagen. Weil Sie haben ja gesehen, wir brauchen diese Beziehung ja nur noch links zu extrapolieren und schon endet man beim absoluten Nullpunkt. Und dann ist es natürlich viel gescheiter, dass man dort den Nullpunkt der Temperatur ansetzt. Und wenn man das macht, dann erspart man sich den konstanten Term 1 plus Alpha T, sondern dann steht es direkt so da, V durch T ist konstant oder V ist eine Konstante mal T. Das heißt, dann geht es eben wirklich so rauf und fängt da mit dem Nullpunkt an, also mit dem Ursprung, wo auch der absolute Temperaturnullpunkt ist. Nur dadurch, dass man den ursprünglich so ungeschickt halt bei 0 Grad Celsius zufällig beim Gefrierpunkt des Wassers angesetzt haben, ist das so komisch herausgekommen. Ne? So natürlich viel einfacher und daher bleiben wir auch dabei. Aber es ist eine rein praktische Sache, dass man dann doch auch die Celsius-Grade beibehält, weil wenn es draußen friert, dann sagt man, es hat unter Null. Das ist nach wie vor ganz gut. So würde man sagen, naja, es hat 273 Grad, jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht zum Frieren anfängt. Das ist eine reine Gewohnheitssache, aber für physikalische Anwendungen, wo man alles natürlich so übersichtlich und klar wie möglich formulieren möchte, gibt es keine andere vernünftige Temperaturwahl als die, dass man den absoluten Nullpunkt mit Null ansetzt. Und das wird von jetzt auch geschehen. Und das Radar geht auch weiter. Man kann natürlich dann auch sagen, wenn ich V konstant halte, dann ist P durch T eine Konstante. Und damit steckt in dem all dieser experimentelle Erfahrungsschatz drinnen, den wir haben. Und eine weitere wichtige Erfahrung ist also die, dass diese Konstante, die da drinnen steht, etwas mit der Materialmenge zu tun hat, wie viel von dem Gas vorhanden ist. Sehr logisch, wenn sie alles gleich lassen, aber sie nehmen mehr Gas, sagen wir doppelt so viel, dann wird auch das V doppelt so viel werden und die Konstante doppelt so groß werden müssen. In der Konstanten steckt drinnen, wie viel Material, wie viel Gas vorhanden ist. Und es zeigt also wieder ein experimenteller Befund, aber den haben wir nicht in der Vorlesung gemacht, dass eben diese Konstante proportional zur Stoffmenge ist. Und das ist immer eine Wurzel von sehr vielen Unklarheiten. Und nachdem es gestern schon ein bisschen knapp geworden ist, möchte ich das also noch einmal klar machen. Was man hier in der Physik am besten hier verwendet, ist den Begriff des Kilomols.
In der Chemie wird meistens über Mol gesprochen. Aber nachdem wir uns ja in der Physik auf die SI-Einheiten beziehen und die Masseneinheit nicht das Gramm, sondern das Kilogramm ist, das wissen Sie ja, und deswegen werden wir auch nicht das Mol, sondern das Kilomol als Einheit nehmen. Und ein Kilomol, das ist also diejenige Menge einer Substanz in der gleich viel Moleküle oder Atome sind wie in 12 Kilogramm von dem Kohlenstoffatom C12. Das definiert man sich halt so. Und jetzt werden Sie mich fragen, na, wie viele Moleküle sind denn das? Naja, so unmittelbar gleich wissen, nur ablesen kann man das nicht. Aber das ist dann eben diese Anzahl, ist die Avogadro oder auch Loschmidt-Konstante. Ich bevorzuge eigentlich Loschmidt, weil der steht da bei uns im Arkadenhof in der Universität und hat bei uns in Trich unterrichtet. Und der hat auch experimentelle Untersuchungen dazu gemacht, während der Herr Avogadro, der hat, glaube ich, also ich weiß nicht so genau, aber es hat sich irgendwie hauptsächlich die Avogadro-Konstante eingeführt, aber das ist dasselbe. Die ist also 6,022 mal 10 hoch 26 pro Kilomol. Also in 12 Kilogramm des Kohlenstoffisotops 12 befinden sich knapp über 6 mal 10 der 26. Moleküle. Also gewaltig viel. Und ein Kilomol irgendeiner Substanz ist so viel von der Substanz, dass es so viele Moleküle sind. So viele Moleküle von Stickstoff zum Beispiel macht dann ein Kilomol von Stickstoff und so weiter. Das versteht man unter einem Kilomol. Verstehen Sie das gut? Vergessen Sie das nicht. Das ist einfach, aber man kann es leicht vergessen. Und wenn man nun irgendeine Anzahl hat, irgendeine Menge von einer Substanz, dann kann man die durch die Molzahl beschreiben. Das ist einfach die Anzahl, wie viele Mole von der Substanz sind jetzt vorhanden in dem konkreten System. Und dann ergibt sich natürlich, dass die Molekülanzahl dann gleich ist n mal der Avogadro-Konstante. Denn in einem, das ist eine typische Schlussrechnung, das ist alles so einfach, in einem Kilomol sind Na-Moleküle drin, nur dann sind in n-Kilomolen halt n mal Na-Moleküle drin und daher ist die Molekülanzahl gleich n mal der Avogadro-Zahl. Also ich glaube, das sollte durchaus verständlich sein. Und mit diesen tiefschürfenden Erklärungen kann man also jetzt die Zustandsgleichung gleich umschreiben. Der Befund lautet, der experimentelle, dass dieses PV durch T proportional zu dieser Molzahl ist. Und zwar immer mit der gleichen Proportionalitätskonstante, egal welches Material man verwendet, ob das jetzt Helium oder Stickstoff oder was immer ist. Das ist die Aussage. Das haben die Leute halt versucht für verschiedene Materialien und es hat immer gestimmt. Und dementsprechend schreibt man also
dieses PV durch T ist gleich R mal N. Und R ist eine universelle Kante, die man natürlich auch bestimmen kann. Denn den Druck, das Volumen und die Temperatur kann man logischerweise messen, die Molzahl auch, wenn man die Masse kennt und so weiter. Und damit ergibt sich diese universelle Konstante, die allgemeine Gaskonstante zu 8,31 mal, und da muss ich natürlich auch wieder schauen, 10.3. Joule pro Kilomol und Kelvin. Das geht sich dann gerade so aus. Das ist die allgemeine Gaskonstante. Und damit, meine Damen und Herren, kann man jetzt natürlich das T, macht man halt ganz gerne auf die andere Seite schreiben und kriegt als Folgerung das, was Ihnen allen bekannt ist, P mal V ist gleich nRT. PV und T ist klar, was das ist. R ist die allgemeine Gaskonstante, ein experimenteller Wert. Und N ist die Molzahl, so wie ich sie hier definiert habe. Hat irgendjemand eine Frage da dazu? Das will ich schon, dass Sie das gut verstehen. Ein Physiker, der die allgemeine Gasgleichung, die Zustandsgleichung idealer Gase nicht versteht, das ist ja so schand. Sowas kann nicht sein. Und wenn man also jetzt da noch diese Relation berücksichtigt, dass diese Molzahl gleich ist, die Anzahl der Moleküle dividiert durch die Avogadrozahl, das ist diese Schlussrechnung. Nicht? In einem Mol, in einem Kilomol ist diese Avogadrozahl drin. Ja, daher, wenn ich die Gesamtanzahl der Moleküle habe, dividiere ich es durch diese Anzahl, was in einem Mol ist, und kriege die Molzahl, logischerweise. Und das ersetze ich hier einfach und kriege in entsprechender Weise P mal V. Statt N schreibe ich jetzt Groß N durch NA. Groß N durch NA mal R mal T. Statt N habe ich Groß N durch NA geschrieben mal R mal T. Und dieses R durch NA ist wieder eine Konstante, weil das ist diese Konstante, die allgemeine Gaskonstante. Und das ist da diese Avogadro-Konstante, die eben auch einen bestimmten Wert hat. Und so sehen Sie, und das finde ich für einen Physiker viel schöner, da steht einfach PV ist gleich die Anzahl der Moleküle in dem System mal der Konstanten, R durch NA, mal der Temperatur. Diese Konstante wird sich dann in weiterer Folge herausstellen als die berühmte Boltzmann-Konstante. Aber das werden wir vielleicht heute nicht mehr schaffen, möglicherweise doch, jedenfalls am Montag. Also da kommen wir jetzt schon dorthin, wie man die Thermodynamik sehr klar und übersichtlich aufschreiben kann. In dieser Formulierung kommt nichts mit diesem komischen Mol vor. Da stehen nur eine Konstante und da steht jetzt Druck, Volumen, Temperatur und Anzahl der Moleküle. Das kann man sich alles schön vorstellen. So fragen Sie sich vielleicht, wozu tut man sich das dann mit dem blöden Mol an? Das hat wie so oft nur praktische Gründe. Zu den Zeiten, wo die EDV noch nicht so allgemein verbreitet war und wenn man sich vor so großen Dimensionen wie 10.26 ein bisschen geschreckt hat, hat man das heruntergescaled, sodass man da einfache kleine Zahlen kriegt für die Molzahl. Aber heutzutage kümmert einen das ja nicht. Der Computer rechnet das mit 10.26 genauso gut durch. Und man kann das sofort auch mit den Molekülzahlen rechnen. Allerdings zugegebenermaßen,
man kann sich nicht wirklich was vorstellen unter 10 nach 26. Und daher hat die Molzahl schon irgendwie auch ihre Bedeutung. Also, weil da hat man irgendwie, na klar, das ist so wie 12 Kilogramm von der Substanz. Oder dann beim Wasserstoff ist halt dann 2 Kilogramm Wasserstoff, weil der H2 hat ein Molekül und so weiter. Also, das ist dann entsprechend. Also ich hoffe, dass Sie sich das jetzt einigermaßen klar gemacht haben und wissen, was man unter der Zustandsgleichung idealer Gase versteht. Ich möchte noch erwähnen, ich habe Sie schon gehört, am Moment noch, dass wir also ein ideales Gas so definieren, jetzt, das ist ein Gas, was dieser Gleichung genügt. Und je näher man das herankommt, desto idealer ist es halt. Bitte, wer wollte was? Naja, weil man eben auch Kilogramm als Masseneinheit nimmt. Und warum soll man denn dann die Menge der Substanz in 12 Gramm angeben? Das verwenden wir auch als die Einheit, die man halt als Masseneinheit verwendet. 12 Kilogramm von dem Kohlenstoffatom, Kohlenstoffisotop 12C. Aber das ist ja nur eine Festlegung. Ja, sicher können Sie das, ich habe nichts dagegen. Aber das End, auch wenn Sie mit kleineren Massen rechnen, können Sie mit Gramm rechnen. Aber unsere SI-Einheiten haben als eine Basiseinheit das Kilogramm. Und wenn man also mit Gleichungen rechnet, wo das alles vorkommt drin, ist es am gescheitersten, alle SI-Einheiten zu verwenden, weil man dann auf keine anderen Faktoren aufpassen muss. Ja, das ist eine Frage der Definition. Mir gefällt es so besser. Aber wenn man weiß, was man macht und wenn man das aufmerksam verfolgt, können sie es so und so machen. Halten wir uns nicht mit solchen Glaubensfragen auf. Das ist ja ganz uninteressant. Ich finde einfach, es ist konsistenter, wenn wir das Kilogramm als Masseneinheit wählen, dass wir dann auch hier diese Definition wählen, dass dieses Kilomol als die Grundlage unserer Beschreibung, weil das sind 12 Kilogramm von dem. Und Kilogramm ist die Masseneinheit im SI-System. Aber es ist natürlich nicht falsch, wenn man sagt, nehmen wir Mol. Es ist auch nicht falsch, in Gramm zu rechnen. Aber wenn Sie also irgendwelche Beziehungen haben, dann werden Sie sich dort auf Kilogramm beziehen. Sie können auch nach wie vor die Massen, die Kräfte in Dün messen und nicht in Newton. Worüber reden wir da? Das ist eine Frage der Definitionen. Ich kann nicht mehr dazu sagen. So, also, jetzt haben wir also doch einiges schon über die Temperatur kennengelernt. Jetzt wollen wir kurz über die Wärmemenge sprechen. Vielleicht denken Sie sich jetzt, das wird dasselbe sein. Das ist es aber nicht. Die Temperatur ist das eine und die Wärmemenge ist das andere. Und das wollen wir jetzt einmal uns klar machen. Wenn man die Temperatur eines Körpers erhöhen möchte, dann muss man eine gewisse Wärmemenge zuführen. Na, wenn man einen Topf Wasser am Herd stellt und man möchte also wenn man einen Topf mit Wasser hat und man möchte die Temperatur des Wassers erhöhen, stellt man ihn auf den Herd und dann wird also Wärme zugeführt und die Temperatur wird höher. Und wenn es ein kleiner Topf ist, dann brauchen sie weniger Wärme zuführen und wenn sie einen Riesentopf haben, müssen sie mehr Wärme zuführen, bis also diese Temperaturerhöhung erfolgt ist. Es wird generell so sein, wenn man also eine Temperaturerhöhung um Delta T machen möchte, muss also eine Wärmemenge
Delta Q, nennen wir es, zugeführt werden, wobei sich herausstellt, dass dieses Delta Q dann immer proportional zu Delta T ist. Das heißt, wenn es also das die Temperaturerhöhung ums Doppelte haben, nicht um 1 Grad, sondern um 2 Grad erhöhen wollen, müssen sie auch doppelt so viel Wärmemenge zuführen. Das ist das, was in dieser Beziehung Delta Q ist proportional zu Delta T drinnen steht. Und dieser Proportionalitätsfaktor, das ist es, was wir als Wärmekapazität ansehen. Also dieses Delta Q schreibt man dann, jetzt einmal schreibe ich das als ein großes Gamma mal Delta T. Und das Gamma, das ist die sogenannte Wärmekapazität des betrachteten Körpers. Wenn der groß ist, muss ich also, um eine bestimmte Temperaturerhöhung zu erreichen, mehr Wärme hineinstecken. Diese Wärmekapazität wird also mit der Masse dieses Körpers irgendwie korrelieren. Und wenn der Körper mehr Masse hat, hat man auch mehr Wärmekapazität. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man denn diese Wärmemenge, die man da zuführt, konkret messen? Da braucht man natürlich eine Einheit. Von diesem Delta Q. Und da hat man zunächst einmal, weil man ja gar nichts anderes machen konnte, sich das so überlegt, diese Wärmemenge, die definiert man sich wieder über eine Normsubstanz und das Wasser ist allgegenwärtig, das verwendet man für alle möglichen Definitionen, hat man verwendet, dass man eben sagt, die Wärmemenge, die man braucht, um ein Kilogramm Wasser um 1 Grad Kelvin zu erwärmen, also die Temperatur zu erhöhen, diese Wärmemenge ist eine Kilokalorie. Eine Kilokalorie ist gleich Wärmemenge, die erforderlich ist, um 1 Kilogramm Wasser um die Temperatur, schreiben wir das ordentlich, um die Temperatur von 1 Kilogramm Wasser um 1 Kelvin zu erhöhen. Und da, Frau Kollegin, haben Sie wieder dieselbe Sache. Jetzt könnte man sagen, mir ist die Kalorie lieber. Na, dann könnte man sagen, das ist eine Kalorie, ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 Gramm Wasser um 1 Kelvin zu erhöhen. Aber wieder, wir verwenden Kilogramm als Basiseinheit und daher können wir uns hier vernünftig auch auf die Kilokalorie beziehen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, jetzt hört man gar nicht zu, macht nichts. Also das ist hier die Einheit der Wärmemenge. Und die Wärmekapazität hat dann die Einheit natürlich, wenn man das Delta T auf die andere Seite bringt, Kilokalorien pro Kelvin. Okay. Warum erzähle ich Ihnen das? Wir werden etwas später noch genauer über die Wärmekapazität sprechen und werden dann auch feststellen, dass man diese Wärmekapazität
dann noch auf die Masseneinheit oder auf ein Mol beziehen kann. Dann hat man spezifische Wärmekapazität. Hier möchte ich nur noch etwas hinzufügen. Und zwar, dass eben, wie ich gesagt habe, hier diese Wärmekapazität jetzt proportional zur Masse des Körpers sein wird. Wenn der Körper doppelt so viel Masse hat, wird er auch eine doppelt so große Wärmemenge brauchen, um die Temperatur um 1 Grad zu erhöhen. Das heißt, diese Wärmemenge Delta Q ist, wie wir das nennen, eine extensive Größe. Also proportional zur Masse. Während die Temperatur, wenn Sie sich erinnern, nicht proportional zur Masse ist. Ob Sie eine große oder eine kleine Masse haben, wenn Sie eine Temperatur hat, hat Sie die Temperatur. Also das ist ein wesentlicher qualitativer Unterschied zwischen diesen beiden Größen. Na, und jetzt erhebt sich natürlich die wesentliche Frage, was ist denn diese Wärme eigentlich? Ursprünglich hat man sich gedacht, das ist so ein Fluidum, das geht also in diese Materialien hinein sozusagen. Das führt dann dazu, dass die Materialien eben eine höhere Temperatur bekommen. Und es ist aber schon relativ frühzeitig, nämlich 1845 durch die genialen Experimente vom Herrn Joule dazu gekommen, dass man da eine andere Sichtweise bekommen hat. Also das Joule'sche Experiment ist hier zu erwähnen. Joule hatte die Idee, dass man diese Wärmemenge, die man einem Material zuführen kann, damit dann die Temperatur steigt, nicht nur so durch Unterheizen mit einer Flamme oder so etwas dem Körper zuführen kann, sondern auch durch Reibung. Reibungsvorgänge können auch dazu führen, dass Wärmemengen einem Körper zugeführt werden. Und so ein Experiment, allerdings nicht ganz so wie Joule es durchgeführt hat, haben wir hier auch heute für Sie vorbereitet, damit Sie diese Idee des Zuführens einer Wärmemenge zu einem Körper und anschließende oder damit einhergehende Temperaturerhöhung sich auch wirklich in einem konkreten Experiment anschauen können. Und das, Herr Litschauer, wollen wir jetzt einmal gleich machen. Wollen wir da vielleicht gleich das Licht genau abdrehen, dann können Sie sich hier schon mal anschauen, was für ein Experiment hier aufgebaut ist. Ein ganz einfaches Experiment. Es befindet sich hier ein Kupferzylinder, ich glaube, es ist Kupfer, und in dem Zylinder ist eine Flüssigkeit. Um diesen Zylinder herum ist hier so ein Kupferband gelegt, das da mit einem 5 Kilogramm Gewichtsstück hier gespannt wird. Diesen Kupferzylinder kann man jetzt drehen. Und wenn man ihn dreht, dann entsteht Reibung zwischen diesem Kupferband und dem Kupferzylinder. Und in den Kupferzylinder hinein ragt ein Thermoelement, so dass man die Temperatur der Flüssigkeit in diesem Innenraum des Kupferzylinders beobachten kann. Jetzt ist natürlich alles auf Raumtemperatur, 2 Grad Celsius. Und wesentlich ist jetzt, sich anzuschauen, wenn man also dieses Band, diesen Zylinder dreht, was wird passieren? Kann ich auch selber machen. Oder wie wollen Sie es machen? Probieren wir einmal. Also ich halt, wie machen Sie es lieber Sie?
immer der, der es also tatsächlich aufgebaut hat. So, also drehen wir und schauen wir uns die Temperatur an. 21,3. Komma 4, 5, 6. Na, bis auf 22 sollte man schon kurbeln. Sehr gut. Na, und das geht also jetzt so dahin, nicht? Wollen wir den Herrn Litschauer nicht über Gebühr damit beschäftigen. Danke sehr, Herr Litschauer. Also wesentlich ist, meine Damen und Herren, dass Sie jetzt gesehen haben, einzig durch Reibung. Und die wird dann dadurch aufgebracht, dass man also eine Arbeit verrichtet, indem man diese Kurbel dreht gegen die Reibung, entsteht auch eine Temperaturzunahme. Das heißt letztlich, es musste da Wärme hinzugefügt werden. Aber jetzt nicht mit einem Kocher oder mit einer Flamme oder irgendwas, sondern nur aufgrund mechanischer Energie. Ich werde Ihnen jetzt, nachdem wir uns das also konkret angesehen haben, aber dennoch schnell das Experiment von Joule aufzeichnen, weil das vielleicht noch klarer macht, was eigentlich die Grundidee ist. Man betrachtet also auch eine Flüssigkeit in einem Behälter, also in einer Schale, und in diese Flüssigkeit hinein ragt ein Rotor mit zwei Paddeln. Wenn sich das dreht, dann bewegen sich diese Paddel durch die Flüssigkeit. Da drinnen gibt es eine Flüssigkeit. Das kann zum Beispiel Wasser sein. Und die Drehung kann man sich zumindest grundsätzlich so überlegen, dass da also so rundherum ein Faden gelegt ist, der dann letzten Endes über eine Umlenkrolle an einem Gewicht, wo ein Gewichtsstück dranhängt. Und dieses Gewichtsstück mit einer gewissen Masse wird sich dann unter dem Einfluss der Schwerkraft um eine gewisse Strecke hinunter bewegen. Dann ist es nachher hier. Und diese Strecke, um die sich es hinunter bewegt, das ist dann eben gerade eine solche Höhendifferenz Delta H. Und dann ist da drinnen noch ein Thermometer, wo man die Temperatur ablesen kann und feststellen kann, also wenn das jetzt gerade da steht und dann anschließend wird diese Flüssigkeit da drinnen etwas wärmer, dass man also eine Temperaturdifferenz hat, wenn da hier dieses Massenstück um eine gewisse Strecke absinkt. Also die Idee ist, die Schwerkraft verrichtet eine gewisse Arbeit, während diese Masse absinkt, und andererseits steigt dann hier die Temperatur um einen wohl meistens relativ kleinen Wert an. Und diesen Zusammenhang, den kann man jetzt unmittelbar klar machen, weil wir haben ja gesagt, dafür brauchen wir jetzt diese Geschichte mit der Wärmekapazität. Die zugeführte Wärme ist proportional zur Temperaturerhöhung. Gamma ist die Wärmekapazität, sodass wir hier die zugeführte Wärme, Delta Q, uns aufschreiben können, eben als diese Wärmekapazität von gerade der Flüssigkeit, und zwar der Menge, die da drinnen ist, mal der gemessenen Temperaturerhöhung. Man kriegt also hier als Ergebnis das Delta Q. Und andererseits, hier gibt es eine gewisse Arbeit, die verrichtet wird. Das ist das Delta W, Work. Nicht?
Und das ist natürlich nichts anderes als m mal g mal Delta H. M mal G ist der Betrag der Schwerkraft, die auf dieses Massenstück wirkt. Das ist ja schon eine alte Geschichte, das kennen Sie. Mal der Wegstrecke Delta H in Richtung dieser Kraft. Daher ist das hier die entsprechende Arbeit. Und da ist der Joule. Ich sollte die Jahreszahl noch einmal dazu schreiben, weil es ist doch beachtlich. Das war schon 1845. Auf die Idee gekommen, dass man diese beiden Größen vergleicht. Da stellt sich also heraus, dass dieses Delta Q und dieses Delta W stets zueinander proportional ist. Dieses Delta Q ist gleich einem bestimmten Proportionalitätsfaktor, den wir als das Wärmeäquivalent bezeichnen, mal Delta W. KW, das Wärmeäquivalent. Und was hier besonders wichtig ist, diese Größe KW stellt sich heraus, dass völlig unabhängig ist, was man für eine Substanz verwendet, mit welchen konkreten Voraussetzungen man das Experiment durchführt. Dieses Wärmeäquivalent ist immer das gleiche. Und zwar, es kommt heraus, dieses KW ist gleich, deshalb ist es nicht schon so genau gewesen, 1845, aber heute weiß man, 2,389. Und dann haben wir nochmal 10 der minus 4. Und was ist die Einheit? Das Delta Q messen wir ja in Kalorien, in Kilokalorien. Und das Delta W in Arbeitseinheiten in Joule. Das ist das experimentelle Ergebnis. Das ist eine universelle Konstante. Der experimentelle Befund. Und das, meine Damen und Herren, ist äußerst wichtig. Weil daraus ergibt sich jetzt die Idee, dass man erkennt, diese Wärme, die da zugeführt wird, und die Arbeit, die da verrichtet wird, das ist ja möglicherweise dasselbe. Aber wie kann man das verstehen? Verstehen kann man das dann konkret, indem man eben den molekularen Charakter der Materie zugrunde legt. Wenn man also davon ausgeht, diese Flüssigkeit da drinnen besteht aus Molekülen, dann kann ich argumentieren, durch diese Paddel, die sich da drehen, wird diese Arbeit, die hier verrichtet wird, hier drinnen in dieser Flüssigkeit umgesetzt, übertragen, in die ungeordnete Bewegung der Flüssigkeitsmoleküle. Das ist ja ein turbulenter, chaotischer Vorgang. Sofort. Also durch die Drehung dieser Paddel in der Flüssigkeit wird die zunächst geordnete Bewegung hier von diesem Absinken des Gewichtsstückes umgesetzt in die Energie der ungeordneten Bewegung der Moleküle. So ist jedenfalls dieses Experiment interpretierbar. Bitte. Ja, nur es hat nichts mit elektromagnetischen Wellen zu tun. Es ist halt eben die Idee, dass man
Energie aus einer geordneten in eine ungeordnete Bewegung überträgt. Der wesentliche Unterschied ist, wenn ich also zum Beispiel eine konvektive Bewegung einer Flüssigkeit habe, dann ist das eine Energie, die also geordnet ist. Wenn aber jetzt dann die Flüssigkeit durch Reibung zum Stillstand kommt, dann ist die Energie nicht verloren gegangen, sondern sie wurde umgesetzt in die Energie, in eine Erhöhung der Energie der ungeordneten Bewegung der Flüssigkeitsmoleküle. Und dementsprechend macht man also jetzt dann eben, da zieht man die Schlussfolgerung, Wärme ist Energie, oder sagen wir sogar kinetische Energie, Energie der ungeordneten Bewegung der Moleküle eines Körpers. Ja, wenn man aber aufgrund dieser Experimente eben dazu gelangt, dann kann man ja eigentlich sagen, man fasst die Wärmemenge als kinetische Energie auf. Ja, dann brauche ich aber gar keine eigene Einheit für die Wärmemenge. Dann messe ich sie als kinetische Energie. Na, wenn man sich aber dann diese Beziehung anschaut, dann bedeutet das, und wir hatten das schon bei der Diskussion der Einheiten ganz am Anfang im Wintersemester jetzt schon besprochen, dann bedeutet das, ich brauche ja diesen Faktor hier gar nicht. Wenn ich erkannt habe, aufgrund von experimentellen Gegebenheiten, dass die beiden Größen Wärmemenge und Energie miteinander wesensgleich sind, es ist ja nach wie vor eine kinetische Energie, zuerst, oder eine Energie halt, einmal hat man hier die Arbeit, die man eben verrichtet längs einer solchen geordneten Bewegung. Aber dann hat man hier drinnen damit bewirkt, dass damit eine Energie der ungeordneten Bewegung entsteht. Naja, geordnet oder ungeordnet, aber es ist Energie. Und dementsprechend kann man dann sagen, in dem Fall nehme ich einfach an, beides ist Energie und diesen Faktor hier setze ich einfach dimensionslos gleich 1. Und damit werden die beiden Größen inhaltlich wesensgleich. Also, daher Festlegung, KW ist gleich 1. Jetzt werden Sie sagen, wie kann man denn das? Das ist ja unmöglich, der Gips, der hat ja das nachgemessen. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, das ist 1. Das ist wieder eine Frage der Einheitenfestlegung. Diese Art der Messung beruht ja darauf, dass dieses Delta Q ja ursprünglich so festgelegt wurde in Einheiten der Kalorie, wobei eine Kilokalorie da so kompliziert über die Aufwärmung von Wasser definiert wurde. Na, so können wir es dann jetzt nicht mehr machen, sondern es ist dann so, wenn dieses KW gleich 1 ist, dann bedeutet es, dieses KW gleich, so wie es hier steht, ist 2,389 mal 10 der minus 4. Kilokalorien pro Joule. Das ist jetzt identisch gleich 1. Nur wenn ich das mache, auf was komme ich dann?
dann kann ich mir ja sofort die Kilokalorie ausrechnen. Eine Kilokalorie ist also gleich, das Joule kommt auf die andere Seite, der Faktor hinunter, 1 durch 2,389 mal 10 der minus 4. Und dann steht da Joule. Und damit wird die stolze, absolute Basiseinheit der Wärmemenge, die Kilokalorie, degradiert zu einer inkohärenten Energieeinheit. Also das ist schon, so geht es halt, dass einem sowas passieren kann. Nicht? Also die Kilokalorie kann nach wie vor verwendet werden als Einheit der Energie oder Wärmemenge, die wurden ja jetzt als wesensgleich erkannt. Aber wir bleiben natürlich beim Joule als der SI-Einheit für die Energie oder Arbeit. Und damit haben Sie hier einen solchen Faktor zwischen dem Joule und der Kilokalorie. Und da steht im Nenner ein 10 der minus 4. Das heißt, dieser Faktor ist groß. 4185,8. Das heißt, eine Kilokalorie sind über 4000 Joule. Jetzt verstehen Sie, warum der Herr Litschauer so viel kurbeln hat müssen. Weil das, was man da kurbelt, das sind natürlich Joule, das ist Newtonmeter, die man da abarbeitet sozusagen. Nicht? Aber schauen Sie, wie viel man dann braucht, bis man endlich eine Kilokalorie hat. Wie viel muss ich arbeiten, damit so ein blödes Kilogramm von Wasser sich wenigstens um ein Kelvin erhöht? Na, da war es kein ganzes Kilogramm. Deswegen war es nicht so arg. Nicht? Aber Sie sehen schon, diese Wärmemengen, gerechnet in Energieeinheiten, sind viel. Man muss viel hineinstecken, damit man was merkt davon. Das liegt an der Größe dieser Zahl da hier. Und dass das ist, was es ist, diese Zahl, liegt nur an der einfachen, willkürlichen Festlegung, die sich aufgrund von Laborstandards ergeben hat, dass man eben gesagt hat, die Wärmemengeneinheit ist einfach die Wärmemenge, die ich gebraucht habe, um ein Kilogramm oder ein Liter Wasser um ein Kelvin zu die Temperatur zu erhöhen. Das war halt, damals hat man das so gemacht, eben um Wärmemengen festzulegen. Und jetzt praktisch dient dann dieses Joule'sche Experiment als Definition der Wärmemenge. Und wenn Sie jetzt nächste oder übernächste Woche mit dem Kalorimeter arbeiten werden, dann werden Sie nicht so ein Paddel verwenden, sondern einen Heizdraht. Aber das ist eine ganz ähnliche Sache. Da sausen halt dann die Leitungselektronen durch und stoßen mit den Gitteratomen des Drahtes zusammen und dadurch kommen die in stärkere, statistische, ungeordnete Bewegung und der Draht wird heiß. Und wenn der Tauchsieder dann in einer Wasser, in Flüssigkeit, Wasser drinnen ist, wird sich dieses Wasser dann aufwärmen. Die Temperatur wird steigen. Und das ist genau dieses Experiment, nur ein bisschen definierter und einfacher. Die brauchen da kein so ein Paddel da, das ist ja irgendwie lästig, außerdem müssen sie ewig absinken, bis das endlich ein bisschen wärmer wird. Nicht? Sie können sich ja vorstellen, was glauben Sie, wenn es da, dann stellen Sie sich vor, Sie haben ein Glas Wasser und Sie rühren fünfmal um und das fängt schon zum Kochen an. Das passiert ja nicht. Sie müssen endlos umrühren, dass das vielleicht ein bisschen wärmer wird. Das liegt einfach an der Größe dieser Zahl. Machen Sie sich das klar. Sie müssen viel an Energie hineinstecken, dass das endlich einmal was ausgibt, sozusagen. Sonst braucht man ja keine Herde. Sonst braucht man nur umrühren und das ist alles schon warm. Nicht? Aber so spült es sich eben nicht ab. Verstehen Sie das? Haben Sie Fragen dazu? Bitte. Ja, die Frage ist jetzt, aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, wenn man andere Materialien nimmt,
dann werden natürlich bei gleicher Menge diese Wärmekapazitäten unterschiedlich sein. Und gerade bei Wasser stellt sich heraus, das hat im Verhältnis pro Masseneinheit eine hohe Wärmekapazität. Das ist auch ganz gut, weil da braucht es viel Wärme, bis das zum Sieden anfängt. Oder es muss viel Wärme rausgehen, bevor es gefriert. Das ist eher eine langsame, träge Sache. Deswegen friert auch nicht sofort alles zu, sondern es braucht eine Zeit, bis so viel Wärme rausgeht, bis es dann wirklich zufriert. Aber ja, natürlich hängt das davon ab, was für eine Substanz man verwendet. Aber das hat der Joule da schon berücksichtigt. Da stehen die richtigen Gammas drinnen für die jeweilige Substanz. Und dann kommt dieses KW immer gleich heraus. Ja? Verständlich? Das ist eigentlich der Kern der Sache. Okay. Also, ich hoffe, Sie haben diese Joule'sche Überlegung verstanden. Man hat also schon vor 1900 diese Idee gehabt, dass also da, deutlich vor 1900, 1845, sogar schon vor Mitte des 19. Jahrhunderts, dass da die Wärmemenge und die Energie miteinander eng verbunden sind. Es hat noch ein halbes Jahrhundert, ein bisschen mehr sogar, gedauert, bis der Boltzmann das dann auch konkret ausführen konnte. Und dann ist der Ernst Mach so auf ihn losgegangen, der nachdem der kleine Hörsaal da oben benannt ist. Nicht? Wir haben es beide da oben. Wir haben einen Boltzmann-Hörsaal und einen Mach-Hörsaal. Nicht? Und die haben so gestritten miteinander. Weil der Ernst Mach das nicht akzeptieren wollte, dass so Körper aus Molekülen bestehen, die dann halt Energie mit sich führen. Und der Boltzmann hat ja ein ganzes wunderbares theoretisches Konzept darauf aufgebaut. Aber der Ernst Mach ist so ein eingefleischter Positivist gewesen und hat gesagt, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Solange Sie mir die Moleküle da nicht zeigen können, glaube ich es nicht. Haben Sie schon ein Molekül gesehen? Na, bitteschön. Na, Brown, über den reden wir dann gleich, war viel früher. Nur, da hat man das auf was anderes zurückgeführt. Das waren kleine lebende Partikelchen, die da so irgendwie... Das ist alles erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts so festgelegt worden, dass man es quantitativ nachvollziehen konnte. Dann führte kein Weg mehr dran vorbei. Aber das hat dann, glaube ich, der Boltzmann nicht mehr erlebt, weil der hat sich dann leider umgebracht. Aber nicht, ich glaube nicht durch den Streit, da ist der Mach nicht schuld, das soll mir mal so nicht in die Schuld. Es gibt halt tragische Lebensläufe, nicht? Aber der Boltzmann ist also sicher einer von den ganz Großen in der Physik. Den haben wir schon richtig gewählt für unsere Gossen, nicht? Der ist also schon ein ganz wichtiger Physiker gewesen. Aber über den wird noch mehr zu reden sein. Jetzt, meine Damen und Herren, sind wir so weit, über die Kinetik von idealen Gasen zu sprechen. Gase. Und da wird also das alles, was wir jetzt besprochen haben, verwendet werden. Und wenn wir schon über die Brownsche Bewegung gesprochen haben, so schaut sowas aus. Also das ist so eine Aufzeichnung der Bewegung eines Partikelchens in einem Gas und das macht also eine völlig ungeordnete Bewegung. Das schaut so zackig aus, weil man halt immer nur in gewissen Zeitintervallen wieder hinschauen kann. Wenn man die Zeitintervalle enger macht, wird das mehr rund, aber das geht so zackig, das heißt so eng können Sie die Zeitintervalle nicht machen, dass das nicht immer noch so zackig bleibt. Und diese Brownsche Bewegung, die wurde schon lang beobachtet. Der Brown, das war glaube ich sogar 1700 irgendwas, hat man das schon im Mikroskop festgestellt, nicht? Aber da hatte man zunächst gedacht, das sind halt die Lebenseigenschaften dieser Pollenkörner, die man da in der Flüssigkeit beobachtet. Aber natürlich die Schlauberger in der Physik haben dann Eisenfeilspäne hineingelegt. Und die Dinge haben auch gezittert, dann war es also da nichts mit dem Leben. Nicht? Also, naja, es ist mir wichtig, Ihnen das klar zu machen, das ist es, wie Erkenntnisse erzeugt werden. Wenn irgendwo einer so eine Hypothese aufstellt,
gleich nachschauen, ob es nicht vielleicht eine Situation gibt, die dem gleich widerspricht. Und keiner hat geglaubt, dass also die Eisenpfeilspäne Leben in sich tragen. Und daher, obwohl, wer weiß, wenn es heute jemanden fragen täten, dann ist das die Lebensenergie des Eisens. Nicht? Aber was weiß ich? Nicht? Aber jedenfalls, man ist also dann draufgekommen, das kann interpretiert werden dadurch, dass diese Partikelchen sich eben unter dem laufenden Bombardement von sehr vielen schnell bewegten Molekülen bestehen. Die boxen also von allen Seiten ständig auf dieses Teilchen und das bewegt sich ständig so ein bisschen herum, viel langsamer als die Moleküle, die da drauf sausen. Aber das ist ja ununterbrochen sehr häufig bombardiert und dadurch ergibt sich eine solche braunsche Verschiebung. Und da hat also simultan der Herr Smoluchowski und der Herr Einstein ein Pole und der Herr Einstein dazu Untersuchungen gemacht. Und zwar kann man, wenn man das statistisch durchführt, diese braunsche Bewegung, die Größe der Verschiebung, die sich nach einer gewissen Zeit ergibt, diese Größe der Verschiebung kann man mit den Gaseigenschaften, mit der Diffusion, mit der Temperatur, mit der Molekularmasse und so weiter in Beziehung setzen. Das werde ich hier nicht einzeln durchführen. Und da zeigt sich dann, dass die Größe dieser Verschiebung damit konsistent zusammenpasst. Das nun konnte ohne die Annahme einer molekularen Struktur nicht mehr erklärt werden. Damit war es aus mit dem Mach. Das kann man mit einem reinen Kontinuumsstandpunkt nicht mehr erklären. Das heißt, da mussten die Moleküle her. Eine andere Interpretation hat niemand gefunden. Und ich möchte aber auch etwas historisch Wichtiges auch dazu sagen. Der Einstein hat es 1905 publiziert und das Smoluchowski dann, glaube ich, ein Jahr später. Das Smoluchowski war ein bemerkenswerter Mann, ein sehr fähiger Theoretiker und ein guter Experimentator. Der Einstein hat nur Theorie gemacht, der hat nicht experimentiert. Und das Smoluchowski hat noch abgewartet mit der Publikation, bis er auch mit seinen Messungen so weit war, dass er das alles quantitativ genau untermauern konnte, wollte dann publizieren. Und wer hat die Priorität gehabt? Der Einstein. Weil das war ein Jahr früher. Woraus man die Folgerung ziehen kann, man muss aufpassen, wie genau man es eigentlich nehmen will und ob man nicht lieber aus Gründen der Priorität das, was man schon hat, einmal publizieren soll, bevor man noch alles rundherum fertigstellen konnte. Also das Smoluchowski geht auch in die Geschichte ein dafür. Aber natürlich, letztendlich war es dann die Arbeit von Einstein 1905, die diese Sache erstmals konkret klären konnte. Also das wollte ich heute nur so nebenbei erwähnt haben. Naja, aus diesen Arbeiten war dann letztlich klar, dass eben Gase zusammengesetzt gedacht werden können aus einzelnen Molekülen. Und diese Moleküle, denen kann man dann auch sogenannte Freiheitsgrade zumessen. Freiheitsgrade der Translation, der Rotation und der Schwingung. Ein Molekül kann sich in drei Raumrichtungen translatorisch fortbewegen. Es kann um drei Achsen sich drehen, sind wieder drei Freiheitsgrade. Und wenn es ein größeres Molekül ist aus mehreren Atomen, kann es auch Schwingungsvorgänge durchführen. Also vielerlei Freiheitsgrade. Wir werden jetzt insbesondere uns um ideale Gase kümmern. Und da machen wir gewisse Voraussetzungen. Und die werden dazu führen, dass wir die praktisch punktförmig annehmen, keine inneren Schwingungen betrachten und damit bleibt für diese Moleküle nur über die drei Freiheitsgrade der translatorischen Bewegung.
andere werden wir hier jetzt nicht betrachten. Und es gilt unter sehr allgemeinen Voraussetzungen, das kann man zeigen, dass sich die Molekülenergie generell im Mittel gleichmäßig auf alle Freiheitsgrade verteilt. Also auf die Freiheitsgrade der Translation in der X, in der Y, in der Z-Richtung wird sich die Molekülenergie gleichmäßig aufteilen. Also wir haben Freiheitsgrade erwähnt und es gibt also den Satz, der besagt, dass die Molekülenergie Molekülenergie teilt sich gleichmäßig auf alle Freiheitsgrade auf. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie kann man jetzt Gaseigenschaften mit einem derartigen Modell beschreiben. Und da schauen wir uns einmal an, die kinetische Beschreibung des Gasdruckes. Immer für ideale Gase. Also das sind dann auch solche, die keine Phasenübergänge haben. Weil sonst hat man natürlich dann Wechselwirkungen und dann sind es ja keine idealen Gase mehr. Dann gilt ja auch nicht mehr die Gleichung da oben. Sobald sie Phasenübergänge haben, stimmt die nimmer und wir werden ganz am Schluss, knapp vor Ende des Semesters, noch ein paar Worte dazu sagen. Aber ich muss mich jetzt schon entschuldigen, in der kurzen Zeit kann Ihnen dieses Riesengebiet der Thermodynamik nur so ganz anekdotisch näher bringen, aber nicht wirklich also in der Breite dieses Gegenstandes. Also kinetische Beschreibung des Gasdruckes. Und wie können wir also vorgehen? Zunächst, wie gesagt, wir haben nur drei Freiheitsgrade. Und ich schreibe dazu in Klammer Translation. Weil wir eben die Moleküle im Wesentlichen als punktförmig ansehen, Punkte können nicht rotieren, können nicht schwingen in sich drin, sie können sich nur in den drei Raumrichtungen fortbewegen. Naja, und Sie kennen aus der Punktmechanik den Ausdruck, dass die Kraft dargestellt werden kann als die zeitliche Ableitung des Impulses. Das muss sich also schon in ihr Gemüt eingegraben haben. Das zweite Newtonsche Axiom. Hier für die Beschreibung von solchen vielen, vielen Punktmassen bedeutet das, dass man die Kraft, die von einem solchen Gas ausgeübt werden wird, auch als einen Impulsübertrag festlegen kann. Daher für Gase Kraft auf Oberfläche, das ist also die Oberfläche eines Containers zum Beispiel, wo das Gas drinnen ist und wo es einen Druck ausübt, Kraft auf eine Oberfläche wird bewirkt durch einen Impulsübertrag. Wenn so ein Teilchen gegen eine Containergrenzfläche trifft mit einem Impuls, kommt es dann nachher, wenn das elastisch abläuft, mit dem gleichen Impuls wieder zurück in der Gegenrichtung. Das heißt, zweimal den Impuls hat es auf die Oberfläche übertragen. Von plus P hat es auf minus P gewechselt.
Das bedeutet, um 2p hat es sich geändert. Die 2p wurden auf die Grenzfläche übertragen. Und das bedeutet eine Kraft, die auf diese Grenzfläche ausgeübt wird. Wir können also generell schreiben, dass wir den Druck auf eine derartige Fläche, wo das Gas dagegen drückt eben. Wir wollen ja über die kinetische Beschreibung des Gasdruckes sprechen. Uns darstellen können als 1 durch die Fläche, Kraft pro Fläche, mal der Kraft. Und die Kraft ist also d nach dt mal den Impulsübertrag. Also den auf die Fläche übertragenen Impuls. Und das kann man sich jetzt mit Bernoulli, der das erstmals gemacht hat, sehr einfach überlegen. Dazu machen wir einige Bezeichnungen. Mit m, klein m, bezeichnen wir die Masse eines Moleküls. Von einem Molekül. Das soll ja jetzt alles mikroskopisch betrachtet werden. Dann, groß N, das hatten wir schon da oben stehen, das groß N, das ist die Molekülanzahl im System. Mit V, groß V, bezeichnen wir das Systemvolumen. Und damit kriegen wir ein klein n, das jetzt aber nicht die Molzahl ist. Das ist nur zufällig auch klein n. Aber n wie Number, das kommt halt sehr oft vor. Das ist einmal das und einmal jenes. Ist dann groß n durch groß V. Und das ist dann nichts anderes als die Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit. Also die Molekülanzahldichte. Und letztlich brauchen wir dann noch das klein v, das ist die Molekülgeschwindigkeit. Und damit haben wir es. Und zwar so eine mittlere Geschwindigkeit, das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Und es geht uns jetzt um diese Größe. Was ist denn das für eine Größe? Da können wir uns überlegen, wenn Sie da eine Fläche betrachten, und da gibt es hier aus ein Molekül. Das kann sich so bewegen, das kann sich so bewegen und das kann sich auch so bewegen hin zu dieser Fläche. Und da ist es dann so, dass dieses Molekül daher nur ein Sechstel aller seiner Bewegungen, 2, 4, 6, nur ein Sechstel dieser Bewegungen in Richtung auf diese Fläche hier A durchführt. Und wenn wir da also so eine Fläche A herausnehmen aus dieser Containerwand, das ist die Fläche A, um die es hier geht, und wir haben da eine Geschwindigkeit, die in Richtung da hierher führt, dann wird da gerade so ein Quader überbleiben von allen Molekülen, die da in der Zeiteinheit drauftreffen. Wenn die Länge hier gleich die Geschwindigkeit mal der Zeit ist. Denn Geschwindigkeit mal Zeit ist der Weg, der also in einer Zeit t zurückgelegt wird. Man kriegt also damit die Stoßanzahl der Moleküle
auf diese Oberfläche, auf Fläche A, das ist diese Fläche da hier, auf die Fläche A in der Zeit T, das sind alle die Moleküle in dem Quader, die gerade um diese Strecke V mal T sich bewegen. Der Quader hat natürlich ein Volumen. Diese Stoßanzahl nennen wir Z für Anzahl. Das ist jetzt ein Sechstel von allen Bewegungen da. Ein Sechstel, das sind so typische grobe statistische Abschätzungen. Mal dieser Molekülanzahl Dichte, N durch V, mal dem Volumen dieses Quaders. Und das Volumen ist nichts anderes als diese Fläche mal V mal T. V mal T mal A. Das ist das Volumen des Quaders mal der Molekülanzahl Dichte sind also die Anzahl aller Moleküle im Quader. Und wenn das also jetzt noch mit einem Sechstel multipliziert wird, ist das dann die, die wirklich auf diese Fläche drauf treffen. Man hat also damit diese Stoßzahl, die Stoßanzahl, dieses Z, durch eine derartige einfache Abschätzung erhalten. Wir haben nur gesagt, ein Sechstel von den Molekülen wird wirklich auf die Fläche treffen. Ein anderes Sechstel fliegt so und die anderen fliegen da so quer. Nur ein Sechstel im Durchschnitt trifft da drauf. Und wir kriegen damit jetzt den Impulsübertrag. Den wir da brauchen, den auf A übertragenen Impuls. Nun, das können wir uns jetzt leicht ausrechnen, denn der ist jetzt für ein Molekül ist der einfach 2mv, 2 mal m mal v. mv ist der Impuls des Moleküls selbst. Nach dem Stoß geht es mit dem gleichen Impuls wieder weg. Zweimal den Impuls musste es also auf die Fläche übertragen, damit es mit dem Impuls wieder gleichen Impuls zurückgeht. Und daher insgesamt kriegt man, dass eben man Z mal 2mv, weil das ist ja die Stoßzahl auf die Fläche A in der Zeit T. Naja, und damit, das ist ganz einfach, braucht man sich jetzt nur diese Beziehung hier hernehmen und ausrechnen. Und das ist also eine ganz einfache Rechnung. Jetzt muss ich Sie heute wieder um ein paar Minuten Geduld bitten, zwei, drei, mehr wird es nicht drüber gehen. Dass wir jetzt also erhalten, folglich ist dieser Druck P, der Druck gleich 1 durch A mal T nach dt von, und da ist jetzt dieser auf A übertragene Impuls und das ist Z mal 2mv und das Z steht schon da. Wir brauchen nur einsetzen. Also was steht da drinnen? Schreiben wir alles auf. Da haben wir also Z mal 2mv und das 1 durch A habe ich nach vorne gesetzt. Also Z ist ein Sechstel mal N durch V mal VTA. Das war das Z mal 2MV. Ist gleich.
Da fällt einmal dieses A gegen dieses A weg. Weil das ist ja Konstante, das könnt ihr ja da rausholen und wir haben es gleich. Der Sechser geht gegen den Zweier weg und es bleibt da ein Dreier stehen. N durch V, V und M mal V bleiben da bei der zeitlichen Ableitung konstant. Das alles, wo es abgeleitet wird, ist die Zeit selbst. Das heißt, D nach dt von dem allen, das kann ich alles noch vorziehen, nur t wird nach t abgeleitet. Das heißt, wir kommen dann drauf, das ist schon weg, ein Drittel mal n durch groß V mal klein v und mal noch einmal klein v ist v Quadrat mal klein m. Das ist der instantane Druck aufgrund des Impulsübertrages. Und wenn wir da jetzt eine Mittelung durchführen, weil ja die Geschwindigkeit noch während der Bewegung dieser Moleküle sich ja ändern wird, dann kommen wir drauf, Mittelung ergibt dann, dass dieser Druck gleich ist ein Drittel mal dieses M, dieses N durch V haben wir als klein n die Molekülanzahldichte bezeichnet, klein n mal M und was bleibt dann noch stehen, mal V Quadrat gemittelt. Und diese Beziehung, meine Damen und Herren, ist die entscheidende Ausgangsbedingung für die statistische Interpretation der Bewegung der Gasmoleküle und dann der Temperatur. Das ist die berühmte Grundgleichung von Bernoulli. Die Leute waren schon toll. Die Bernoulli-Gleichung der Hydrodynamik, werden Sie sich erinnern, dasselbe Bernoulli. Das hat er auch gemacht, also es hat schon tolle Typen gegeben. Also die Grundgleichung von Bernoulli, da kommt Ihnen vielleicht etwas gleich interessant vor. Da steht Molekülmasse mal mittlere Quadrat der Geschwindigkeit. Wenn man da noch mit 2 erweitert, dann haben Sie da 2 Drittel und da steht mv Quadrat halbe. Und das ist eine mittlere kinetische Energie. Und da kommt jetzt schon der entscheidende Punkt hinein. Aber dafür ist es heute zu spät. Das habe ich auch gewusst, dass das nicht mehr gehen wird. Das kommt am Montag. Danke für Ihre Geduld. 5 Minuten mehr.